Hey Leute, was geht? Euer Tommy am Start und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal und willkommen zu diesem Video, wo wir auf das Spiel Fortuna gegen Kaiserslautern eingehen. Ihr seht hier meine Sicht der Dinge. Ich gebe euch ja meine Sicht vom Spiel wieder, wie ich das Spiel gefunden habe und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Ich will das Video ein bisschen kürzer halten, weil ich nicht so viel Zeit habe, das Video zu schneiden. Deswegen versuche ich das hier relativ fehlerfrei irgendwie zu sprechen, obwohl mir das sehr, sehr schwer fällt, weil ich eigentlich fast immer Fehler drin habe. Fangen wir an, dass Fortuna eigentlich ja von Anfang an ein relativ gutes Spiel gemacht haben, aber ja, Kaiserslautern auf jeden Fall gefährlich war. Wir hatten mehr Ballbesitz, aber Kaiserslautern hat einen ähnlichen Spielstil, wie wir das eigentlich so an den Tag legen. Schnelles Umschaltspiel haben die auf jeden Fall hingelegt und kommen auch, ich glaube, in der 13. Minute direkt zu einer richtig guten Chance durch Ragnar Ache. Der schwer zu nehmen ist der Kopfball, aber mit seiner Klasse kann man da vielleicht noch mehr draus machen, aber der war schon schwer zu nehmen, deswegen ja, auf jeden Fall da eine gute Chance, setzt den Kopfball dann neben das Tor, kriegt den nicht mehr richtig gedrückt, sonst, ich glaube, wenn er in die gegengesetzte Richtung vom Kastenmeier fliegt, dann kann das sehr, sehr gefährlich werden. Das war, glaube ich, so 13. Minute rum. Fortuna da auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Glück gehabt, auf jeden Fall. Dann, ich weiß gar nicht mehr, welche Minute es war. Es war, glaube ich, kurz danach, irgendwie 20. Minute oder so. Ja, Angriff über die rechte Seite. Ich glaube, da darfst du diese Woche auch mal unseren Trainer so ein bisschen mit reinnehmen in, ja, das Geschehen sozusagen. Lässt Tim Rossmann zum allerersten Mal Linksverteidiger spielen, was so ein bisschen unerklärlich für mich ist, weil ja eigentlich das Spielermaterial da war, um die Viererkette zu spielen, wie wir sie sonst auch gespielt haben. Mit einem Zimmermann auf der Rechtsverteidigerposition, mit einem Ioa auf der Linksverteidigerposition, der vielleicht das Tempo. Beziehungsweise hat ja Rossmann auch das Tempo, um da mitzugehen bei dem, ich glaube, Yokota oder so heißt er, der Japaner von Lautern. Naja, aber vielleicht auch einfach dann nicht diese Spielklasse für einen Linksverteidiger mitbringt, der Tim Rossmann. Lässt sich dann, ja, meiner Meinung nach ein bisschen sehr leicht ja, ausdribbeln. Geht rechts vorbei, der Yokota spielt einen richtig scharfen Ball. Ich glaube, da darfst du auch Verteidigern und Torwart, ja, keine Schuld zuweisen, weil der Ball kommt richtig scharf, richtig gut und kommt einfach genau perfekt zwischen Torwart und Verteidiger. Hanslik, Stürmer von Lautern, drückt das Ding dann rein. Lautern führt 1-0. Zu dem Zeitpunkt vielleicht noch vielleicht gerechtfertigt. Danach würde ich sagen, war die Fortuna schon das bessere Team. Hatte eine gute Möglichkeit, ja, eigentlich fast im Gegenzug mit Joa, wo der Ball ganz knapp rechts am Pfosten vorbeigeht. Und dann, glaube ich, auch nochmal eine Chance von Nimic, wo er einen Ball aus dem spitzen Winkel kommt, noch so eine Rücklage ist, den Ball dann schießt. Den hält dann der Torwart sehr gut. Und dann war es, glaube ich, irgendwie Minute 35 oder irgendwie sowas. Eine Aktion, es kommt, glaube ich, ein Freistoß oder eine Flanke rein. Nee, es war ein Eckball. Ein Eckball, der kurz gespielt worden ist. Dann kommt die Flanke rein und der Torwart von Lautern trifft Kownacki am Kopf. Da gehen auf jeden Fall gute Besserungen raus. Sah gar nicht gut aus. Auch in der Halbzeit konnte man oben auf dem Bildschirm sehen, wie die Situation aussah. Und das sah auf jeden Fall gar nicht gut aus. Und musste ja dann auch ein paar Minuten später nach dieser Aktion musste er ausgewechselt werden. Ist dann da auf den Boden gefallen. Ich glaube, da hat er gemerkt, okay, es ist. Wird mir ein bisschen schwarz vor Augen oder so, dass halt einfach nichts wird. Ja, und dann hatte Fortuna eigentlich durch den Elfmeter die perfekte Möglichkeit, vor der Halbzeit noch den Ausgleich zu schaffen. Nutzen das auch Johannesson dann den Elfmeter reingemacht. Für mich auch auf jeden Fall ein ganz klarer Elfmeter, weil der Torwart trifft ja nichts anderes außer den Kopf von Kownacki. Johannesson, wie gesagt, drückt das Ding dann rein. 35 Minute, wir gehen dann oder machen den Ausgleich. War dann auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ab da war es dann auch für mich auf jeden Fall das deutlich bessere Spiel von der Fortuna. Ich will Lautern keine Leistung absprechen, aber ja, man war eigentlich ab dem Gegentreffer zum 1-0, war man für mich die bessere Mannschaft, hat sich die viel besseren Chancen erarbeitet und ja, hatte einfach viel mehr vom Spiel, mehr Ballbesitz und so weiter. Und wie gesagt, dann kamen wir halt zum Ausgleich. Dann ging es in die Halbzeit und es war sehr lustig. Ich bin in der Halbzeit, dachte ich mir so, komm, gehst du jetzt Bier holen, kurz auf Toilette Bier holen oder gehst du später so. Und dann dachte ich mir so, komm, ich warte noch 5 Minuten in der zweiten Halbzeit, dann gehe ich runter. Und dann waren es wirklich diese 5 Minuten, an die ich abgewartet habe. Geh runter, aus dem Block raus, gerade Richtung Toilette. Auf einmal Jubel, Ekstase, bam, ich renne zum Fernseher. Fortuna macht das 2-1, Van Brederode ein super Tor geschossen.
schön nach innen gezogen und dann in die lange Ecke. War auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Tor. Hat mich so ein bisschen an unseren, ja, Christos Tolles erinnert. Und ich glaube, man sieht da auf jeden Fall die Qualitäten in Van Brederode, der das da in der Situation auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht hat. Und ja, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall verdient das 2:1, weil wir bis dahin auf jeden Fall die bessere Mannschaft waren und das einfach verdient war. Es war verdient, bis dahin 2:1 zu führen. Ja, und gar nicht so lange, dann hat es gedauert und Fortuna hätte sogar das ganze Spiel komplett auf seine Seite kippen können. Und zwar gab es, glaube ich, irgendwie 10 Minuten später einen richtig guten Angriff von der Fortuna, wieder durch die Mitte. Dann Giovanni Arc, richtig viel Platz gehabt, gut gemacht, beide Außenspieler sehr hochgeschoben, dass Giovanni Arc dann richtig viel Platz in der Mitte hatte. Ja, schießt dann aufs Tor. Ball geht gegen den Pfosten und dann, ja, sinnbildlich für die Situation, du könntest 3:1 in Führung gehen, der Ball geht irgendwie an den Pfosten, kriegst den genauen Gegenkonter und liegst dann am Ende, ja, kriegst dann den Gegenkonter und, ja, frisst dann im Gegenzug das 2:2, sinnbildlich für, ja, das ganze Spiel, dass du eigentlich die, ja, meiner Meinung nach bessere Mannschaft warst und das dann einfach nicht hinbekommst, dieses 3:1 zu machen und dann im Gegenzug genau dieses 2:2 bekommst. Situation war wie folgt: Pfosten, dann nimmt ein lauterer Spieler den Ball auf, ich glaube es war sogar John Zimmer, der dann einen Sprint anlegt. Dann für mich ganz entscheidend in der Situation der Zweikampf von Matthias Zimmermann, der dann, ja, das Ding leider nicht für sich gewinnen kann. Ich glaube, da hätte man gut und gerne auch vielleicht mal eine gelbe Karte in Kauf nehmen können und da vielleicht ein bisschen mehr Risiko in den Zweikampf reinlegen können, weil die Fortuna dann schon hinten sehr offen war, wobei ich sagen muss, waren immer noch genug Spieler hinten, um das Ding auf jeden Fall zu verteidigen. Der gute John Zimmer hatte dann auf jeden Fall meiner Meinung nach zu viel Platz. Ja, hat für mich sogar, würde ich sagen, die falsche Entscheidung getroffen. Er hat dann nach rechts außen gespielt auf diesen Yokota, der einfach dann einen Sahnetag erwischt hat. Da kann man dann halt einfach nichts machen. Aber in meiner Wahrnehmung, ja, hätte er vielleicht sogar noch näher auf die Kette zulaufen können, der John Zimmer. Dann vielleicht einen Schnittstellenpass oder selber schießen können. Der Ball nach rechts außen war dann so quasi wie Angriff verpufft, weil ja eigentlich viele Fortunen wieder nachschieben konnten. Aber ja, der gute Yokota ist halt ein sehr guter Einzelspieler, ein sehr guter Techniker, sehr gut am Ball. Das sieht man dann einfach in der Situation. Es ist auch, glaube ich, einfach schwer, so einen Spieler dann vom Ball zu trennen. Zieht nach innen, legt sich den Ball gut vor, haut das Ding dann links oben in die Ecke, da machst du dann halt einfach gar nichts. Ja, wie gesagt, dann 2:2, zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach auf jeden Fall unverdient gewesen. Ja, am Ende des Tages darfst du dich aber nicht beschweren, weil der gute Yokota macht 2 Einzelaktionen und die musst du halt verteidigen oder da musst du halt irgendwie versuchen im Kollektiv das irgendwie, ja, besser zu machen, besser zu verteidigen. Und das hat man dann halt einfach nicht geschafft und deswegen, ja, so ganz unverdient ist es dann vielleicht doch nicht, aber ja, wenn du halt einfach die ganze Zeit am Drücker bist und das bessere Spiel machst und dann noch diese Situation zum 3:1 hast, ist für mich so ein 2:2 dann doch ein bisschen unverdient, weil es einfach wie aus dem Nichts kam. Ja, und dann nimmt das Spiel so seinen Lauf, wie es halt einfach seinen Lauf nehmen musste. Ich glaube, 4 Minuten nach dem 2:2 kommt ein, ja, sehr, sehr schlampiger Ballverlust von Giovanni Arc, den darf er sich auf jeden Fall auf die Kappe schreiben, auch wenn Kastenmeier da vielleicht nicht gut aussieht in der Aktion, die danach folgt, weil, ja, Ache ihn da den Ball wegnimmt, dann aus, ich glaube, irgendwie so 25 Metern oder so aufs Tor knallt und er kommt sogar zentral auf Kastenmeier, der aber in der Rückwärtsbewegung ist. Für mich ist es schwer, in der Rückwärtsbewegung irgendwie noch auf den Boden zu fallen und den Ball zu klären. Ich finde es sogar gar nicht mal so schlecht, dass er ihn irgendwie versuchen will, mit dem Fuß wegzuhauen. Ja, trifft den Ball dann halt einfach leider nicht und der Ball kullert ins Tor und dann machst du halt einfach auch gar nichts. Das ist dann halt einfach ein gebrauchter Tag, da ist dann halt viel Pech auf der Seite von Fortuna, da machst du halt nichts, dann steht es 3:2 für Lautern und dann, ja, kam auch der ein oder andere Wechsel bei der Fortuna, aber so richtig hatte man auch irgendwie, es lag auch schon irgendwie so in der Luft, dass das heute irgendwie nichts wird, dass wir heute irgendwie so, ja, einfach dieses Pech gepachtet haben und es kam ja dann noch dicker. Ich glaube, innerhalb von 9 Minuten sind all diese 3 Tore gefallen, also ja, irgendwie eine schwarze Zeit, die Fortuna da erwischt hat und ja, dann kommt noch irgendwie so ein Standard dazu, wo Hanslik seinen Doppelpack macht und dann zum 4:2 trifft. Gut, die Fortuna hat nicht aufgegeben, hatte dann noch 2 gute Möglichkeiten, einmal die durch Vermey, wo der 100% mehr draus machen muss, als was er da getan hat. Da kommt vielleicht einfach, ja, wenig Spielpraxis und deswegen hat er da vielleicht nicht mehr draus machen können.
Und ja, die zweite Chance ist dann auch zum Tor, ja, oder hat zum Tor geführt. Zum 4 zu 3 von Felix Klaus, was natürlich zu spät kam. Es war, glaube ich, 9 plus 4 und es waren irgendwie 5 Minuten Nachspielzeit. Eine Minute war dann noch, aber da kam dann nichts mehr. Beziehungsweise, ich glaube, es wurde relativ zeitnah nach dem Tor, wurde, glaube ich, auch abgepfiffen. Ja, und die Fortuna verliert dann dieses Spiel mit 4 zu 3. Kaiserslautern konnte sich rächen nach dem 4 zu 3 letztes Jahr, wo wir 3-0 geführt haben und 3-0 zurücklagen und das Spiel noch gedreht haben. Ja, und so einen ähnlichen Verlauf hat es ja dann auch genommen. Wir haben 2-1 geführt und sie konnten das Spiel komplett drehen. Ja, Chapeau an Lautern, die haben es auf jeden Fall vernünftig gemacht, haben, glaube ich, alles investiert, um uns zu schlagen. Wir haben alles investiert, um zu gewinnen. Am Ende ist es halt einfach die zweite Liga, es ist sehr, sehr eng. Viele dumme Sachen entscheiden ein Spiel, das ist halt einfach nur mal so. Und auch als Tabellenführer kannst du mal gegen eine Mannschaft etwas weiter unten verlieren, beziehungsweise ist ja Lautern jetzt auch gerade so ein bisschen im Kommen, haben jetzt auch die eine oder andere oder das ein oder andere Spiel gewonnen, haben ja jetzt Paderborn geschlagen und uns, also gegen Mannschaften da oben scheinen sie ein ja gutes Pflaster zu sein. Wir müssen uns jetzt auch wieder umgucken. Es geht gegen Münster am Freitag. Es gibt ja die ein oder andere Mannschaft, die jetzt auch im DFB-Pokal vertreten ist. Ich glaube, Münster ist, glaube ich, nicht mehr im DFB-Pokal dabei. Ja, da muss man dann mal gucken, wie das dann alles so vonstatten geht und wie Fortuna da jetzt rauskommen kann aus diesem kleinen Tief, weil es ja gerade auch heimmäßig nicht gut aussieht, aber auswärts, da sind wir aktuell richtig gut. Jetzt kommt Münster, die eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft ist, aber ich glaube, da kann Fortuna auf jeden Fall was anrichten. Ja, und dann würde ich sagen, das waren so meine Sicht der Dinge auf die Situationen im Spiel, wie sie dann ja, passiert sind. Ja, man kann einfach nur sagen, Kopf hoch, Leben geht weiter, wir sind immer noch Erster. Klar wäre es schön gewesen, wir hätten das Ding irgendwie ausgebaut, aber man darf sich mit der Spielweise nicht verstecken. Auch das Spiel war kein schlechtes Spiel, das gegen Hamburg war kein schlechtes Spiel. Wir liefern eigentlich Woche für Woche richtig gute Spieler ab. Manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech. Siehe Ulm, da hatten wir auch Glück, haben eigentlich 70 Minuten das schlechtere Spiel gemacht, gewinnen trotzdem am Ende 2 zu 1. Jetzt verlierst du halt einfach mal die Spiele am Ende. So ist es halt einfach. Munter putzen, weitermachen. Wir sind Fortuna, wir können alles. Die launische Diva am Rhein. Ja, das ist man nicht anders gewohnt, deswegen einfach weitermachen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dürft gerne ein Like und ein Abo lassen, falls euch das Video gefallen hat. Auch gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare, wie ihr das Spiel fand. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.